zum 13.04. Noch eine Woche und ja. Union will Jojo, ja. Die haben doch jetzt erst Volland gekauft. Jetzt ist Jojo auch verletzt. Och Leute. Kapselriss. Kniescheibenverletzung. Jetzt verletzen sich alle. Jetzt geht's wieder los. Ende der Saison. Ne, da spielt Mitch Walker auf jeden Fall. Oh. Ja, Gosens auch gekommen. Ja, die machen das richtig. Was sind die Jugendmannschaften schon wieder? So, hoffen wir, dass gegen in Regensburg was geht. 1-0 Tequila. Och Mann. Wir gehen gerade die Spieler aus, Leute. Wir gehen gerade die Spieler aus. Erinnert mich nochmal dran am 31.08. Das vergesse ich bis dahin wieder. Was hat denn Maverick? Jetzt hoffentlich nichts Wildes, Alter. Ach, und das war gleich am Anfang vom Spiel. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Wir führen gerade 1-0. Ach, komm schon. Ach, komm schon, Spiel. Jetzt ist wieder 1-1. Jetzt verlieren wir es am Ende noch. Natürlich, natürlich. Ach Mann, ey. Das ist jetzt wieder, klar, die letzten Spiele und jetzt geht's wieder los. Bauchmuskelriss, 5 Wochen. Supergeil. Supergeil. Ich bin etwas knapp an Material. Ja, normalerweise kann man das irgendwo im Internet sehen, Maverick. Das können wir zusammen gucken, auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwo einen zentralen Mittelfeldspieler? Also für Maverick ist die Saison gelaufen, er wird erst am 10. Mai wieder fit. Hier, und hier haben wir unser letztes Spiel.
Was tun wir nun? Das ist ja... Alter. Ich habe keine Leute mehr. Ich habe niemanden mehr. Das ist ja unglaublich. Wird jetzt irgendeiner fit? Ja, mit 10 einstelliger Tabellenplatz wäre geil. Wenn wir das schaffen würden, wäre mega. Oh Gott sei Dank, wir haben wieder fitte Spieler. Oh. So. Passt, 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 passt. Rashidi muss jetzt ran. Wobei. Na, mach mal lieber so. So, zack, 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 zack. Ja, ja. Alright. Ist Klassen halt schon gesichert? Weiß ich nicht. Warte mal, es sind jetzt noch, wie viele Spiele? 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Sind also 3, 6, 9, 12, 15 Punkte. Ich würde mich noch nicht drauf verlassen. Abfahrt. Bitte keine Verletzten. Bitte, bitte, bitte. Ist dahin schon mal in Ordnung. Eins-Null, jawohl. Eigentor, 1-1. Wagner mal rein. Was mache ich denn? So rum aber. Eins, zwei, Tequila. Jawohl. Im 9. Tabellenplatz kann ich leben. War noch ein Mann weniger, sehe ich gerade. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, wenn du dir überlegst, wie wir angefangen haben, ne? Ich dachte echt, oh, Alter, wir steigen direkt wieder ab. Das war so echt mein erstes Denken. Aber wir haben uns ja echt gut rausgekämpft. Jojos. Also wo wir auf jeden Fall Stürmer, ich habe das Gefühl, unsere Stürmer treffen nicht so, wie sie sollen. Wenn ich gucke, 39 Spiele, 9 Tore von Chucky. Der Wagner ist ja Gott sei Dank nur ausgeliehen. 32 Spiele, 14 Tore, das ist nicht die Welt. Also entweder müssen wir an unserem System was ändern oder... So, ne, mach mal so rum. Sing ist doch, ne, der ist auch Linksverteidiger, shit. 63 hat er da eine 70. Ja, dann lass so. Dann lass so. Ja, die Vorberichte interessieren ihn. Dieses Gelaber dann immer.
Weißt, wenn du 7:45 einschaltest. Siehst noch die Aufstellung, alles cool. 8:45 meine ich. Auf geht's, Haching. Ruhe, sagt er. Erzählt Vorberichte. Sehr schön gedreht. Da schieb die mal rein jetzt. Die wollen mich doch echt. Boah, gewonnen. Und wir verdienen Kohle, Alter. Wir verdienen gerade richtig Kohle. Nasenbeinbruch, da kann man doch spielen. Los. So, 3 Spieltage noch. So, Ende der Leihe. Gustavo da Valle. Der Verein hat Interesse, aber der Spieler möchte seinen alten Verein zurückkehren. Okay, er ist besser geworden. N genauso. Okay. Nestrenko, ja gut. Nee, da wollen wir ja Ende der Leihe, das wollten wir ja beenden, ne? Kein Angebot abgeben. Passt. Ja. Schrupalla. Ich würde ihn gern behalten, aber geht leider nicht. Der Spieler würde lieber bleiben, ja. Den hätte ich auch gerne weiterhin, der hat sich echt gut gemacht, aber... Auch da können wir uns das nicht leisten. Maverick, geh dich mal sauber machen. Finde ich gut. So. Ah nee, da geben wir auch nichts ab. Ben Singh hätte ich auch gerne behalten. Können wir uns leider nicht leisten. Würde lieber zurückgehen. Ja, das müssen wir uns auch... Geht nicht anders als die ganzen Leihspieler eigentlich. Die müssen leider alle gehen. Weil da haben wir Leihspieler. Mitch Walker würde lieber zurückgehen, ja. So, wo sehen sie uns denn am 38. Spieltag? 0-0, 0-0, 0-0. Dann gucken wir mal, wie es kommt. Er ist schon wieder verletzt. Das ist unglaublich. Achtung, derzeit laufen genau ein Spieler des Kaders Vertrag aus. Wenn sie verlängern wollen, sollen sie diese Woche tun. Achso, der eine, ja gut, das ist nicht wild. Rest haben wir verlängert, die wichtig sind. So, Chucky rein. Auf geht's gegen Osnabrück. Komm.
Bitte jetzt keine gelb-rote kassieren. Das würde uns auch wieder reinpassen. Tatsächlich, wie die Vorhersage kam. Ralf Stryker ist wieder fit, jawohl. Also ich denke, Klassenerhalt ist geschafft. Angebot für Jojo ablehnen. Er geht nicht zu Giesing, garantiert nicht. Jetzt noch zwei Dreier und dann hätten wir einen einstelligen Tabellenplatz sicher. Guck mal, die sind ja alle wieder fit. Ich werd ja verrückt. Bis auf Maverick. Ducky spielt von Anfang an. Diese Saison sehr verbessert. Right. Immer noch einen Platz auf der. Setz doch Jojo hier drauf, der spielt doch eh nicht. Ist doch wurscht. Sitzt halt auf der Bank anstatt auf der Tribüne. So. Vorletzter Spieltag. Jawohl, 3-0, 4-1. Ach. So, das wäre Tabellenplatz 8. Vorläufige Kadernominierung. Ah, das macht mal der Co-Trainer. Mitch Walker zielt sein erstes Tor. So, FIFA Rules ist auch beendet, die Saison. Maverick ist noch angeschlagen. Dann drum, wenn es soweit ist. Das machen wir dann gleich im nächsten Stream ganz zu Beginn. Die Jugendmannschaften, da müssen wir durch. Chat, was sagt ihr? Platz 8 oder Platz 9 am Ende? Oder doch zweistellig? Das ist richtig, Chris. Das ist absolut richtig. Das Spiel kann einen fertig machen. Wobei, bisher war es gnädig. Während dem FC California-Projekt war das Spiel eigentlich recht gnädig bisher mit uns. Anulu sagt Platz 8. Jeder Platz höher würde uns halt natürlich mehr Geld bringen, ne? So, dann wird jetzt nochmal motiviert. Ein letztes Mal.
Aber es lief, alles in allem lief es wirklich besser wie gedacht. Bin ich echt froh. Wenn wir es jetzt schaffen, die Mannschaft so mit jungen Spielern aufzufüllen, wäre das mega geil. So, schauen wir mal. Strengen sich ja heute nochmal richtig an. So. Es ist Tabellenplatz 8 tatsächlich. Ein großer Sprung. Ja, da freuen wir uns doch für Osnabrück. Alle, habt ihr gesehen, warum kommt denn auf einmal so viel Kohle rein? 1,7 Millionen auf einmal auf dem Konto. Ligapreisgelder. 1,5 Millionen haben wir bekommen. Oh, das bringt uns natürlich richtig nach vorne, ey. Mannschaft der Woche, Ben Singh. Du bist suspendiert. Mannschaft des Jahres. Echt, da hat er es reingeschafft. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung. Ja, das machen wir alles. Alles gut. Ja, ganz stark. Ganz stark, Tabellenplatz 8. 60 Punkte geholt, trotz allem noch in der Saison. Obwohl wir hier unten drin hingen. Haching, Gladbach 2, Preußen Münster und Sandhausen steigen ab. Osnabrück muss in die Relegation, Braunschweig und Dortmund 2 steigen auf. So, wen kriegen wir? Hildesheim kriegen wir nächste Saison mit rein. Magdeburg. Viktoria Klarholz. Gonsenheim. Carl Zeiss Jena. Ja, das ist jetzt halt alles durcheinander geschmissen hier. Ne? Carl Zeiss Jena spielt bestimmt in der Regionalliga Bayern. So, Köln, Fortuna Düsseldorf steigt auf, Nürnberg muss in die Relegation, Chemnitz, Paderborn steigen ab, die kommen runter in die dritte Liga. Und Duisburg muss in die Relegation. Und in der Bundesliga, Leipzig ist Meister. Puh. Hildesheim ist eine Stunde von dir weg. Leipzig ist Meister, Bayern Zweiter. Augsburg spielt Conference League. Hertha, HSV Relegation, Stuttgart, Bochum steigen ab. Liverpool Meister. Paris Saint-Germain ist Meister in Frankreich. Italien, Inter Mailand, Florenz. AC Mailand nur Fünfter geworden. Neapel Vierter. Atalanta Bergamo Dritter. Ajax Amsterdam wieder Meister. Willem Twey steigt ab. Was ist da los? Willem Twey. Schottland, Glasgow Rangers. Nächstes Jahr sind dann wieder, ist dann wieder Celtic dran. Und in Spanien haben wir Real Madrid. Barcelona nur Fünfter. So, dann ist vielleicht nochmal ganz interessant, kurz hier durchzugucken. Die Ergebnisse, also Achter, damit können wir leben. Das war echt eine Top-Saison. Für die erste Drittligasaison war das in Ordnung. Unsere zweite, hat es noch geschafft, nicht abzusteigen aus der Hessenliga. Sauber. A-Jugend. Dritter geworden, auch nicht schlecht. B-Jugend hat nicht gespielt. Also, das war doch gar nicht so übel. So mal Höhenlaufzeit senken. Das können wir. Können wir so unterschreiben. Sehr geil, Leute. Also, vierte Saison erfolgreicher hinter uns gebracht, wie ich mir gedacht habe. Sehr stark. Bin auf die fünfte Saison gespannt.